In dem heutigen Video gucken wir uns die Top-Neuzugänge und Abgänge der Regionalliga Nordostvereine an. Welche Leistungsträger haben den Verein verlassen? Konnten diese adäquat ersetzt werden? Oder muss noch bis Saisonbeginn nachgebessert werden? Wir schauen uns immer so in etwa die Top 3 Neuzugänge und Abgänge an, um am Ende der Videos eine Prediction machen zu können, wer eventuell aufsteigt, wer im Aufstiegsrennen dabei ist und wer runter in die Oberliga muss. Wusstet ihr eigentlich, dass 95% der Leute, die diese Videos hier gucken, nicht den Kanal abonniert haben? Küsst ihr auch eigentlich eure Mütter mit diesem dreckigen Mund? Lasst mal sofort ein Like und ein Abo da. Und dann kann es jetzt auch losgehen mit dem Regionalliga Nordost Meister Energie Cottbus. Ein Abgang, der sicher wehtut, ist der von Tobias Eisenhut zum Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg. Der 21-Jährige machte letzte Saison 41 Pflichtspiele für die Cottbusser und war variabel einsetzbar, konnte im zentralen defensiven Mittelfeld spielen, aber auch als Innenverteidiger und steuerte aus seiner defensiven Position noch 5 Scorer bei. Ein weiterer Abgang, der kompensiert werden muss, ist Erik Hottmann. Noch ist er vereinslos, aber er ist ebenfalls bei Jahn Regensburg im Gespräch, aber auch bei Zweitligist VfL Osnabrück. Aber nach neuesten Informationen ist auch ein Verbleib in Cottbus nicht ausgeschlossen. In der letzten Saison machte er 39 Partien für die Cottbusser, spielte meistens als Mittelstürmer und machte 14 Tore und 7 Vorlagen. Ein Tor war ganz besonders ansehnlich und zwar das im Pokalfinale gegen Luckenwalde. Für das Tor könnt ihr momentan noch abstimmen, für das Tor des Monats Juni. Den Link zum Abstimmen packe ich mal unten in die Videobeschreibung. Aber ein Spieler, der die Cottbusser sicher fehlen wird, ist Malcolm Badu. Er wechselt nämlich zum Ligakonkurrenten Rot-Weiß Erfurt. Der 26-jährige Flügelspieler war fester Bestandteil der Cottbusser letzte Saison und kam in 38 Partien zum Einsatz. In der Regionalliga Nordost steuerte er 6 Tore und 7 Vorlagen zur Meisterschaft bei. Nachdem wir jetzt 2 Spiele hatten, die den Verein auf jeden Fall verlassen haben und einer, der noch in der Schwebe ist, und kommen wir jetzt zu den Neuzugängen. Diejenigen, die die anderen ersetzen sollen und eventuell den Verein ja noch besser machen können. Ein Neuzugang für Cottbus kommt vom Chemnitzer FC und zwar Tim Kapulka. Der Innenverteidiger stand in der letzten Saison für Chemnitz immer auf dem Platz, wenn er nicht gerade gelb gesperrt war. In den 33 Partien, in denen er in der Regionalliga Nordost zum Einsatz kam, machte er 7 Tore und 1 Vorlage. Und ab sofort soll er dafür sorgen, dass die Innenverteidigung der Cottbusser noch stabiler ist. Außerdem kommt Verstärkung für die rechte Außenbahn mit Rudolf Ndualu vom Nachbarschaftsrivalen Babelsberg 03. Der 23-jährige Außenbahnspieler machte in der letzten Saison 7 Tore und 4 Vorlagen für die 03er. Rein von den Scorern her war seine letzte Saison auch seine stärkste Saison. Phil Heilbauer von SV Lippstadt 08 soll Niklas Welling ersetzen. Der 24-jährige Mittelfeldspieler machte letzte Saison in der Regionalliga West 7 Tore und 7 Vorlagen in 32 Partien. Stand jetzt haben die Cottbusser die Abgänge, die sie hinnehmen mussten, gut kompensieren können. Und wenn die beiden Spieler, die noch in der Schwebe sind, Erik Hottmann und Nicolas Welling, auch noch bei Energie Cottbus bleiben, bin ich mir sicher, dass sie auch nächstes Jahr wieder da oben angreifen werden. Und in der kommenden Saison steigt ja endlich dann auch der Meister der Regionalliga Nordost direkt auf. Weiter geht's mit der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock. Ein Abgang der Rostocker ist der 19-jährige Nico Rieger. In der Oberligasaison war er wichtiger Bestandteil der Verteidigung. Aber ab sofort trägt er das Trikot vom Ligarivalen Lok Leipzig. Außerdem verlässt auch Oliver Detlow die zweite Mannschaft von Hansa. Der 23-Jährige war zwar in der vergangenen Saison keine unumstrittene Stammkraft bei den Rostockern, aber er war sowohl im zentralen Mittelfeld als auch als Rechtsverteidiger einsetzbar. Außerdem konnte er in der Saison 21-22 so einiges an Spielzeit in der dritten Liga sammeln. Aber nun wird er in der kommenden Saison für den Greifswalder FC auf dem Platz stehen. Luca Horn, der linke Mittelfeldspieler von Hansa Rostock 2, wechselt in die Regionalliga West zu SV Röttlinghausen. In der Oberligasaison steuerte Luca Horn 10 Tore und 10 Vorlagen zum Aufstieg bei. Außerdem sammelte er auch schon in der Saison 21-22 in der dritten Liga Erfahrung und machte dort für den FSV Zwickau 23 Partien, machte 1 Tor und 4 Vorlagen. Verstärkung kommt nach Rostock aus Berlin und zwar vom Berliner AK mit Jannis Lang. Der 20-jährige Rechtsverteidiger machte letzte Saison für den Berliner AK 27 Partien in der Regionalliga Nordost und machte sogar 2 Tore und 5 Vorlagen. Außerdem kommt Jeremy Postet von Union Fürstenwalde zu Hansa. Der bei Energie Cottbus ausgebildete Spieler hat wirklich schon jede Position gespielt. Aber am ehesten fühlt er sich zu Hause auf der rechten Außenbahnposition oder im offensiven Mittelfeld. In der Saison 21-22 konnte er auch schon Erfahrung in der Regionalliga Nordost sammeln. Und zwar mit 27 Partien, in denen er 2 Tore schoss. Außerdem hat sich Hansa Rostock noch mit 2 Spielern aus der Jugendabteilung von Schalke 04 verstärkt und mit einem von Borussia Mönchengladbach. Diese haben im Männerbereich aber noch nicht sonderlich viel Erfahrung, aber wir werden sehen, was sie in der Regionalliga leisten können. Meine Meinung zum Kader von Hansa Rostock 2 ist, es ist ein verdammt junger Kader. Sie haben gerade mal 2 Spieler laut transfermarkt.de, die über 23 sind.
aber sie werden sicherlich Spieler aus der ersten Mannschaft, die da ohne Spielzeit sind, runterziehen, um dann auch die Erfahrung an die jungen Spieler weiterzugeben. Aber an sich finde ich es sehr gut, wenn bei U23-Mannschaften wirklich der Fokus auf junge Spieler gelegt wird, die dann auch mit einer Weitsicht für die Zukunft aufgebaut werden, für die erste Mannschaft. Und wenn man jetzt nach dem Aufstieg in der Regionalliga spielt, auch gegen namhafte Gegner antreten darf. Das waren die Top-Neuzugänge und Abgänge von Hansa Rostock 2 und Energie Cottbus. Schreibt mir in die Kommentare, wem ich vergessen habe oder wem ihr austauschen würdet und welchen Spieler wünscht ihr euch noch für euren Verein als Neuzugang. Lasst ein Like und ein Abo da und haut rein!